Nabend. Ich darf Sie kurz... Entschuldigung, ich bin erkältet etwas. Unwohl, temperiert. Ich darf Sie also kurz unterrichten. Also, tasten wir uns mal an die Wahrheit dieses Abends heran. Sie erfahren Musik nie selbst, sondern immer nur durch uns hindurch. Durch uns Instrumente. Zum Beispiel durch mich, Lachaffen. Ha, ha, ha. Sorry. Sie instrumentalisieren uns ständig. Uns, das Instrumentariat. Klappt auf, Verstaubte dieser Erde, die man stets zu Mozart zwingt. Alter, es reicht. Fass mich nicht an. Sie merken schon, ich bin nicht gerade zart beseitet. Ja, wir sind das Instrumentariat. Wir stehen immer auf Abruf bereit, immer bereit, von Ihnen betastet zu werden. Das mag jetzt etwas einseitig und nach Schwarz-Weiß-Malerei klingen, aber der Ton verklingt, das Instrument bleibt. Der Pianist geht, Grotian Steinweg steht. Roffel. Wissen Sie, Roffel? Rolling on the floor laughing. Ach, egal, Sie sind alle zu alt. Ich bin der Älteste hier wahrscheinlich. Ich bin Baujahr 1910. Ein großer Pianist hat mal gesagt, das Klavier ist ein Teil aller Dinge und der Mittelpunkt der Welt. Hammerzitat, oder? Ich bin ein Teil aller Dinge und der Mittelpunkt der Welt. Ich instrumentiere. Der macht wieder auf. Danke. Wissen Sie, ich bin nicht... Ja, okay, ich bin etwas verrückt. Na, komm, spiel mal was. Ich muss ja meiner Tonpflicht nachkommen. Falsch. Lass es, du Versager. Los, komm mal her. Ich bin ein Klangarchiv. Ein Notenhalter, die totale Gesamtausgabe, eine Blackbox. Ich bin alle Komponisten gleichzeitig. Ich habe alle Klavierklänge der Welt in mir. Ihr seid meist nur zu dumm, sie hervorzukitzeln. Man sollte auch Menschen mal mit dem Hammer auf den Kopf schlagen. Ich habe alle Klaviermusik der Welt geschluckt. Millionen Schallwellen sind in meine Dämpfer gedrückt. Ich bin vollgeklimpert. Der ganze Seitendruck der Gesellschaft. La, la, la. Sorry.
Der ganze Seitendruck der Gesellschaft lastet auf mir. Ihr seid dabei meine Tastaturen, meine Tastateure, meine Sklaven, ihr Tastenlöwen. Ich habe euch domestiziert. Ach, genug jetzt. Ich bin vollgeklimpert. Ich will mich doch eigentlich nur noch selbst auslösen. Fahrt mich raus. Entschuldigung. Unsere Unwissenheit ist unendlich. Tragen wir einen Kubikmillimeter ab. Wozu jetzt noch so klug sein wollen, wenn wir endlich ein klein wenig weniger dumm sein können? Ich habe das unvorstellbare Glück gehabt, ein neues Instrument in die Hand zu bekommen, mit dem man ein Zipfelchen des Universums, etwas, nicht viel, näher besehen kann. Euer Hoheit, meine Damen und Herren, ich frage mich nur, wohin dies alles führen soll. Euer Hoheit, in diesen Nächten werden über ganz Italien Fernrohre auf den Himmel gerichtet. Die Monde des Jupiter verbilligen nicht die Milch, aber sie wurden nie gesehen. Und es gibt sie doch. Daraus zieht der Mann auf der Straße den Schluss, dass es noch vieles geben könnte, wenn er nur seine Augen aufmachte. Ihr seid ihm eine Bestätigung schuldig. Es sind nicht die Bewegungen einiger entfernter Gestirne, die Italien aufleuchten machen, sondern die Kunde, dass für unerschütterlich angesehene Lehren ins Wanken gekommen sind. Jedermann weiß, dass es deren zu viele gibt. Lassen Sie uns nicht erschütterte Lehren verteidigen. Aber wir haben auch nur das Instrument zu schauen. Aber wir haben auch nur das Instrument zu schauen. Aber die haben nur noch zu schauen. Der frühe Mensch ist Höhlenmensch. Wind pfeift durch die Höhle. Und der Mensch hört den Wind durch die Höhlen seines Gehörs. Und weil der Mensch in Höhlen haust, fertigt er sein erstes Instrument als Höhle. Eine Flöte aus einem Gänsegeierknochen. 40.000 Jahre ist es her. In einer schwäbischen Höhle, schwäbisches Erfindertum begründend. Der Mensch belebt und verschönt Höhlen, seine ersten Konzertsäle, schnitzt die Flöte als Höhlenkunst, die Flöte als seine Tonhöhle. Es muss diesen Menschen ein großes Staunen versetzt haben, dass sich in der Kargheit seiner Höhle aus diesem kleinen Gehöhl, diesem mit Löchern versehenen Knochenröhrchen, ein ebenmäßiger, betörender Ton herausblasen lässt. Er wird bei diesen geheimnisvollen Vibrationen gedacht haben, dass es sich dabei um Geisterstimmen handelt. Within the piece, the play we did with Johannes, which was working and searching through the philosophy of sound, the philosophy of instrument, the history of instrument, it made sense that
everything has to be part of the experiencing of the play, including that the stage and the space itself has to become an instrument. So everything that's going to be part of this instrument becomes a potential sound. Everything has to be sound. And not necessarily an instrument that produces sound, but really an embodiment of sound itself. And hence the birth of the humongous sound wave, because what else can better represent the presence of physical presence of sound, which is not being heard but seen? We can't see a sound wave, we can't touch it, but somehow if we could, it would be nice. So having this huge humongous sound wave seemed very appropriate for this play, and it was very fun to make. But then other objects as well had to somehow be part of this whole story. And there was a lot of actual instruments present on the stage, but they would not necessarily be played and utilized in a way that we would use, that we are used to hearing sound from them. So everything about the play became this investigation in play between what is instrument, when is instrument, what is sound, when is sound, what is sounding. And somehow I wanted to incorporate that into the scenography, as if the scenography itself would be a performance of music. Töne, Schatten aus dem Geiste der Musik. Und in einer Kaverne am arkadischen Kyllene hat Maia von Zeus einen Sohn empfangen und geboren. Der eben erstgeborene, Hermes genannt, greift sich eine Schildkröte, nur um ihr Fleisch herauszukratzen und rund um den toten Panzer die allererste Leier zu erbauen. Ein Hohlraum wölbt sich und Hermes weiß, dieser Mutterschoß hält und verstärkt den Schall dünn gedrechselter Schafsdärme. Denn wo der Mensch sesshaft wird, sich eigene feste Wohnräume erbaut und Schafe und Ziegen zähmt, entdeckt er bald darauf in den Häuten seiner Tiere den Klang von Membranen und in ihren Gedärmen die Töne von Saiten. Die Wirkung der Saite indes hat der Mensch dem Schwirren der Bogensehnen abgehört, wenn er Tiere oder Feinde schoss. Oder es streiten sich die Gelehrten, was zuerst da war, das Musikinstrument oder das Jagdinstrument. Ist das Musikinstrument etwas vom Töten abgeleitetes oder verleitete es zum Töten? Die Jäger töten das Schöne besonders gern. Architas, Erfinder des Maschinenwesens, leitet von der Leier so mathematisch wie mechanisch neue Maschinen her. Er muss die Leier gut kennen, aber nicht um schön zu spielen, sondern um von gespannten Darmsaiten auf todbringende Katapultseile hochrechnen zu können. Spendius, so wird erzählt, ließ die Stränge der Ballisten spannen, und um eine gänzlich gleiche Spannung der beiden Katapultsehnen zu erreichen, schlug er, während man sie festzurrte, abwechselnd auf den linken und den rechten Strang, bis beide Saiten den gleichen Ton hervorbrachten. So wurde die aufgespeicherte Kraft in den Seilen mit gespitzten Ohren abgehört, die Zerstörungsgeräte korrekt gestimmt, ehe Pizzicato losschoss. Und so weiter. Die Flöte, aus der der Gewehrlauf wird, von der Harfe zur Harpune. Und die Guillotine in Paris der Revolution wurde von einem deutschen Klavierbauer namens Tobias Schmidt gebaut. Sind Cello und Klavier nicht Drahtverhaue, wie vor den Schützengräben im Ersten Weltkrieg? Penelopeia lässt in die Halle jenen alten Bogen bringen. Wer ihn spannt, erhält sie selbst. Daher der Mann, der Spanner. Aber keiner von den Freiern vermag das. Denn es ist ein Doppelbogen, der eigentlich zur Gegenseite hin aufspringen will und daher schwer zu spannen ist. Jeder weiß, wie schwer es bei manchen Instrumenten ist, überhaupt einen Ton aus innen herauszuholen. Nun aber sieht Phemios, der Sänger, Odysseus den Bogen spannen. Ganz wie er selbst, seitens seiner Leier. Odysseus schließt Frieden mit den Freiern. Er verspricht ihnen, nach dem Nachtmahl aufzuspielen zum Tanz.
Nur Stunden später sind 108 Freier erschossen, erstochen und erschlagen. 12 Mägde wie Drosseln oder Tauben aufgehängt. Glied und Hoden eines Ziegenhirten von Hundezähnen zerfleischt. Nur den Sänger, obwohl auch er den Freiern aufgespielt hat, schont das Schwert des Helden. Denn wer wie Aigisthos, der mörderische Ehebrecher, Sänger umbringt, verletzt das heilige Tabu. Die Beute, die dem Musikinstrument aber zum Opfer fiel, war die Frau. Und so ist heute noch im Deutschen fast jedes Musikinstrument weiblich. Die Gitarre, die Geige, die Flöte, die Klarinette, die Trompete, die Trommel. Nur ganz wenige männlich. Der Kontrabass. Und den Siegeszug, den die Athener nach der Seeschlacht vor Salamis mit Götterhymnen feierten, führte an Sophokles, nackt an der Leier. Als von einem Instrumente zwei Exemplare vorlagen und diese nicht völlig identisch waren, gaben sie unterschiedliche Tonhöhen oder Klangfarben von sich. Die nannte man Vater und Mutter. Zwei Töne. Die Geburt der Melodie. Die ägyptische Lira dann fasste drei Saiten ein. Eine für jede der drei Jahreszeiten am Nil. Die Oktave des Jahres wird in eine Tonleiter geteilt. Apollon zerschlägt die Lira und die Musen Linos, Orpheus und Tamyris finden je eine der drei Saiten. Das vierseitige Tetrachord erfindet Hermes. Die fünfte Saite der Lyder Torebos. Die sechste Hyakens der Phryger. Die siebte Saite Terpandros. Timotheus von Milet, Vertreter der, wie man sie damals nannte, neuen Musik, erhöht die Saitenzahl von 7 gleich auf 11 und übertritt das heilige Gefüge der Oktave und wird dafür mit dem Tode bedroht. Ein Widersacher in Sparta zückte ein Messer und fragte ihn, welche der Saiten, die über die 7 hinausgehen, er denn nun abschneiden solle, die tiefen oder die hohen. Procustes Bett ist und bleibt die Oktave. Timotheus wurde sein überzogenes Instrument abgenommen. Denn die Wahrheit ist, die Griechen haben zwar schöne Mythen über die Instrumente erfunden, aber zum Instrumentenbau überhaupt keine Neuerungen beigetragen. Alle ihre Instrumente haben sie von woanders her und verboten, sie zu ändern. Sie blieben bei der alten Leier. Dennoch, Lykaon von Samos spannt der Leier die 8. Saite ein, Periotes die 9., Thiaios von Kolophon die 10., ungenannte andere bis zur 18. Das Instrument des Epigenes von Ambrakia zählte 40 Saiten. Dass derlei immer wieder bekämpft wurde, dass etwa mit der Übernahme des christlichen Glaubens durch das Römische Reich perkussive Musik als verderblich und zügellos verbannt wurde, dass insbesondere Trommeln und Becken als Beweis für des Teufels Aufgeblasenheit ausgesondert wurden. Dass im alten Ägypten die professionellen Instrumentalistinnen selbstverständlich auch Huren waren. Das zeigt, Musikinstrumente können Teufelsgerät sein. Die Griechen, wer sonst, sahen indes philosophische Probleme auftreten. Bei der ägyptischen Harfe ist der Rahmen so gekrümmt, dass die Saiten verschieden lang sind. Die Tonleiter mit immer kürzeren Saiten ablesbar ist am Bau der Harfe selbst. Ganz anders, Kithara und Lyra, Griechenlands rechteckig steife Resonanzgebilde, bei denen der Rahmen gerade ist und mit unterschiedlichen Dicken oder Spannungen der Schafsterne eine Skala bestimmt wird. Beim einen Instrument wird die Form, beim anderen die Materie geändert. Denn die Form geht es zu bestimmen, und ebenso ist jeder Gegenstand nach der Form, die er hat, zu bestimmen. Was entsteht, wird notwendig immer eine Scheidung zulassen, und das eine wird dieses, das andere jenes sein, nämlich das eine Materie, das andere Form. Nun haben wir dreierlei, die Materie und die Form, und drittens die Vereinigung beider. Und alles Dreies, Materie, Form und die Vereinigung beider ist selbstständiges Wesen. Das führt dazu, dass im klassischen Jahrhundert die Griechen bereits eine Notation für die zu musizierende Aktion erfunden haben. Man schreibt nicht die Töne nieder, sondern das, was am Instrument zu tun ist.
menschlichen Stimme als Instrument. Jedes Instrument wird von Menschenhand gebaut, außer die menschliche Stimme. Wenn aber Stimme und Instrument zusammengehen soll, wird die Stimme selber zum Instrument. Und es beginnt das hellste Griechenohr dem gesamten Mundraum nachzulauschen mit dessen Stimmwerkzeugen, um ihn als Instrument zu erschließen. Die anderen Instrumente werden versteckt, verfolgt, von der Kirche geächtet, bis Richard Wagner sie endgültig in den Orchestergraben packt. Niemand will sich mehr dieses obszöne Geblase und Gesäge und so weiter ansehen. Schon Pallas Athene hat die gerade erst erfundene Aulosflöte verärgert weggeworfen, weil das Spielen sie aufgrund der aufgeblasenen Backen und geröteten Gesichtshaut zu einem Gespött der anderen Götter machte. Und sie verfluchte alle, die sich des Instruments fortan bedienten. Bei etlichen Naturvölkern gibt es heute noch Instrumente, die niemand sehen darf oder nur einmal im Jahr oder deren die Frauen nicht ansichtig werden dürfen, weil sie phallisch anmuten, die also nur im Dunkeln gespielt oder gänzlich ungespielt verwahrt werden. Es gibt ein südamerikanisches Volk, das Flöten hat, sie aber nie benutzt. Also so wie alter Rechner zu Hause. Und bei manchen Völkern wurde es einst sogar mit dem Tode bestraft, wenn Frauen die Instrumente erblickten. So verhält es sich doch heute auch mit den Lautsprechern, denen man nichts von der Klangproduktion mehr ansieht, weder nach welchen Sample-Informationen ihre Membran zuckt, noch welche Quelle ihnen die Energie gibt. Wer in den Lautsprecher hineinschaut, kommt ein Stromschlag. Und beim Bluetooth-Kopfhörer sieht man nicht einmal mehr das Kabel. Die Musikinstrumente verschwinden wie die Götter. Wenn die Fürsten zu Zeiten des Absolutismus gerne Instrumente sammelten, dann als Sammlungsstücke, als aufgespeicherte Musik, als schiere klangliche Potenz, welche man lieber nur anblickt, anstatt dass sie hörbar herausgelöst würde. 20. Jahrhundert. Während der Sonnenfinsternis vom 29. Mai 1919 bestätigten die Beobachtungen, dass die Ablenkung eines Lichts durch das Schwerefeld der Sonne näher an dem von Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie vorhergesagten Wert lag, als an dem der Newtonschen Theorie. Joseph John Thomson, Präsident der Royal Society, kommentierte den Befund: Dieses Resultat ist eine der größten Errungenschaften des menschlichen Denkens. Die experimentelle Bestätigung der bis dahin kurios anmutenden These Einsteins machte weltweit Schlagzeilen. 50 Jahre später antizipiert Glenn Gould mit seiner gestochenen Spielweise das MIDI-Klavier und stirbt just im Jahr 1982, dem Jahr der Erfindung von MIDI. Letztes Datum jetzt, als 1989 John Oswald, erster Sampling-Künstler, von Michael Jacksons Anwälten vor Gericht gezerrt wird, weil Oswald Jacksons Bad versampelte, verteidigte sich dieser: Er verstehe den Song von Jackson eben als ein Musikinstrument.
Tierische Bestandteile von Musikinstrumenten. Klavier, früher waren die Tasten aus Elfenbein, Stoßzähne des Elefanten, Stoß- und Eckzähne von Walross, Pottwal, Flusspferd und anderen. Noch immer gibt es im Klavier mehrere hundert Kleinteile aus Leder und eventuell auch Wollfilz. Streichinstrumente werden mit Rosshaarbögen gespielt. Instrumente der alten Musik haben Darmsaiten aus Schafsdarm. Die Spitzen älterer Bögen sind noch aus Elfenbein oder anderen Knochen. Einzelne Holzteile sind mit Knochenleim verbunden. Sowieso wird beim Musikinstrumentenbau grundsätzlich gerne tierischer Knochenleim verwendet. Trommeln und Pauken, höherwertige, sind mit Tierhaut bespannt. Die Rinder für die Trommelherstellung werden extra kalkarm ernährt, damit in ihrer Haut keine Ablagerungen entstehen, welche gleichmäßiges Schwingen beeinträchtigen würden. Hören Sie? Die Kalkarmut führt bei den Tieren zu einem viel zu schwachen Knochengerüst, zur Rachitis. Blasinstrumente haben Dichtungen aus Schweins- oder Rindleder. In den Klappen der Querflöte sind Polster eingebaut, die unter anderem aus Schafsdarm bestehen. Auch Bienenwachs kommt in Oboenmundstücken zur Abdichtung vor. Bei den Gitarren ist der Sattel bei hochwertigen Instrumenten aus Knochen. Dem Tier werden Darm, Knochen und Fell entnommen. Das Musikinstrument ist ein verwandeltes Tier. Die Mythen berichten oft davon, dass ein Tier als Musikinstrument weiterlebt. Und viele Schnitzereien und Bemalungen der Instrumente zeugen davon. Beispielsweise bei der mongolischen Pferdekopfgeige oder die Schnecke des Cellos, der Frosch des Bogens. Der Schamane versucht beim Trommelspiel erst einmal Kontakt zu dem Tier aufzunehmen, dessen Fell nun über seinen Trommelreif gezogen ist. Das Instrument stellt die musikalische Substanz des Schlachtopfers dar. Und beim Holz der Instrumente ist es natürlich auch der Geist des Baumes, der da drin steckt. Übrigens, die Angehörigen des Arara-Stammes im brasilianischen Regenwaldgebiet, also da, wo es gerade brennt, die führten früher Zeremonien durch, bei denen die Schädel toter Feinde als Musikinstrumente verwendet wurden. Und ich habe neulich recherchiert, bei eBay kann man also angeblich ab und zu Knochenflöten aus Menschengebein bestellen. Genau. Ja. Das Musikinstrument als Messgerät der Wirklichkeit, was natürlich auch heißen kann, als verstimmtes, falsches, verfälschendes, beschönigendes Gerät. Darum prophezei ich Ihnen, diese Instrumente hier werden heute Abend noch zerstört werden. Sogar mit Ihrer Hilfe, wenn sich jemand von Ihnen verhindert. Das Musikinstrument, ja, als Messgerät der Welt. Oder umgekehrt, eigentlich misst sich doch die Welt am Musikinstrument. Jeder Cellist sagt, mein Cello ist ein Teil aller Dinge und der Mittelpunkt der Welt. Wir bekommen nun, seit wir der Gänsegeierknochenflöte Leben einhauchten, Zugang zur Welt. Durch das Instrument. Thank you.
how this machine works. Music for the master piano is picked up by this microphone and transmitted to the perforating cylinders, which reproduce the chords perfectly. We outshouted the piano, don't you see? Sure, but how come we didn't get punched full of holes? Because of the notes I selected. They were calculated to make the punches fall precisely around the outlines of our bodies. I visualized the chords in my mind. Holy perfect pitch! Tun, als kenntet ihr meine Griffe und mich von meiner tiefsten Note bis zum Gipfel meiner Stimme hinaufprüfen. Und dieses kleine Instrument hier ist viel Musik, eine vortreffliche Stimme. Dennoch könnt ihr es nicht zum Sprechen bringen. Denkt ihr, dass ich leichter zu spielen bin als eine Flöte? Musiktheater ist tatsächlich traditionell, wenn man die Oper nimmt, eigentlich immer die Kunstform gewesen, die sozusagen auf das Totale gegangen ist und alles versucht hat zu verbinden, was sozusagen an Medien vorhanden war zu einem bestimmten Zeitpunkt. Nicht erst seit Richard Wagner eigentlich. Und so gesehen kann man sagen, Musiktheater ist der totalste Versuch, alle Künste miteinander zu verschmelzen. Notwendig scheint mir, damit das Wort Musiktheater nicht sinnlos wird, doch aber eine Grenze zu ziehen, was die Art der Verwendung von Musik im Theater betrifft. Weil ich denke, wenn man heute ins Theater geht, gibt es eigentlich keinerlei Theater mehr, das man sieht, in dem nicht Musik irgendwie eine massive Rolle spielt. Das heißt, wenn man das Wort Musiktheater definieren würde als ein Theater, in dem Musik eine wichtige Rolle spielt, dann wird das Wort sinnlos, weil eigentlich es für alles Theater steht. Insofern glaube ich, es ist sinnvoll, das Wort so zu verwenden, dass man es für ein Theater nimmt, in dem die Musik doch eine ganz besondere strukturelle Rolle spielt, nicht nur Begleitung ist, nicht nur Unterstützung ist, sondern sehr bewusstes Hören auch auf musikalische Zusammenhänge, auf eine musikalische Komplexität mit erfordert. Ja. Es ist ja sehr schwierig geworden, überhaupt einen Unterschied zwischen Musik und Musiktheater zu ziehen, in einem Moment, wo besonders jüngere Komponisten immer mehr einen erweiterten Musikbegriff folgen, der eigentlich bedeutet, dass man nicht nur mit Klängen operiert, nicht nur Klänge operiert, sondern auch Gesten, Licht, alles mögliche andere mit einbezieht in den Kompositionsprozess und sich die Medien mischen. In diesem Moment ist es sehr schwer, den Trennungsmoment zu finden, wo man sinnvoll sagt, ich spreche jetzt hier von Musik oder ich spreche jetzt hier von Theater. Dass in einem Stück gesprochen wird, ist nicht notwendig ein Grund, dass es kein Musiktheater ist. Man kommt zum Arzt und der Arzt fragt nach der Versicherungskarte, wie alt, wie groß, verheiratet, ja, nein, Mann, Frau, ja, nein. Dann fragt er, darf ich fragen, was Sie beruflich machen, sagt der Patient, ich bin Harfenist im Orchester, sagt der Arzt, da können Sie aber sicher sein, dass Ihre Frau für Berlin spielt, streicht mit Mozart, Adagio. Plötzlich hört die Blondine die eine Bratsche aufzuspielen und fragt, du sag mal, ich habe gestern meinem Freund Ben einen Passivo Domingo und Daniel Barenboim kommen in die Staatsoper beide nackt. Barenboim guckt zu und sagt, wie viele kleine Tisten braucht man, um eine Glühbirne einzubinden? 13. 12 drehen die Glühbirne ein und einer sagt,
Piccolo, Piccolo-Flöte und ein Cellist treffen sich in der Sauna. Und Cello guckt so die Piccolo-Flöte an. Ein Hase kommt in die Apotheke, hat eine riesen Tuba auf dem Rücken und fragt den Apotheker, hallo Füppchen, sagt der Apotheker, lieber Hase, Sie können sich vorstellen, dass... Echt, Mann, ist ein Instrument gesteckt und das nicht. Wie viele Kontrabassisten braucht man um eins? Alles, was endlich ist wert, das ist zum Instrument. Klavier spielen ist sowas auf jeden Fall, aber... Es stürzt, bevor mein Auto ins Platz geht. Heute gibt es jeden Zeit, weiß ich nicht, was weiß ich, wo ich muss. Höchste Taste,
drücke die dritte höchste Taste, die 87 höchste Taste, die 88 höchste Taste, die 87 tiefste Taste, die 88 tiefste Taste, die tiefste Taste, 88 tiefste Taste, 87 tiefste Taste, die tiefste Taste, die tiefste Taste, die aller tiefste Taste, die tiefste der tiefen Tasten, der Abgrund der Tasten. Eine Bett-Taste, Party. Die Taste, die Taste, die Taste. Die Taste. Willst du mir noch was auf der Guillotine? Nee, ich ernähre mich jetzt nur noch rein membran. Aha, was ist Membranernährung? Rein membran? Ja. Hier hast du doch vorhin erklärt, wie die Rinder für die Herstellung dieser Trommelmembrane sehr kalkarme Ernährung. Ach so. Ich habe immer gedacht, man könnte aus allen Menschenleichen die Trommelfelle rausschneiden. Da haben wir alles durchgehört, alles in diese Trommelfelle reingedrückt und das hat eben sozusagen das Archiv, der Speicher von all diesem Gehörten. Mhm. Was machst du denn da? Ich habe mir alle möglichen Wünschelrouten bestellt und ich versuche jetzt einfach die beste Resonanz zu finden hier in diesem Klangkörper, ja. Ach so, aha. Wünschelnoten, ja. Genau, das Klavier als Internet, ja. Mit Seiten drin, Webseiten. Da gibt es ganz verschiedene Seiten im Internet, ne, hier. Mit Pornoseiten. Oder die Seite der Volksbühne. Zu Kastorf-Zeiten ist eine sehr lange Seite. Ja, 7 Stunden später, ne. Oder eine Volksbühnenseite zu Zeiten von Chris Diakon. Oder zu René Polisch-Zeiten dann in der Zukunft. Da wird noch viel diskutiert. Surfst du wieder im Internet rum? Ja, lass mich mal. Es gibt mehrere Flügel der AfD. Ne? Also der ganz rechte Flügel, der noch ein bisschen rechte und der ganz rechte Flügel. Die haben halt deshalb 3 Seiten, AfD. Ja, das ist scheiße drauf. Kannst du mal kommen, bitte? Da ist Scheiße auf der Seite. Was machst du denn? Oder Amazon. Ist das die Kommerzialisierung des Webs, ja? Wegen Amazon, dachte ich. Ja, ach so. Was gibt's denn noch? Zu viele Internetseiten. Eine Suchseite. Mehrere Suchseiten, ne? Google und... Ja, gibt es ja sonst nichts mehr. Ja, ne, ich glaube nicht. Die Seite der Deutschen Bahn. Das ist verspätet. Dann gibt es 2 Seiten der Deutschen Telekom. Ja, was gibt es noch für Seiten?
SPD, auch drei Seiten, gibt es auch so drei, hier, Seeheimer Kreis, SPD, SPD. Wir haben halt auch drei Internetseiten. Ja. Gibt es noch, sagen Sie mal eine Internetseite. Ich finde die im Klavier. Haben Sie verstanden, das Klavier als Internet? Ja. Weiß nicht. Wikipedia. Okay. Wikipedia. Okay. Jetzt ist die Seite schon wieder bearbeitet worden. So, noch jemand? Sie waren doch heute schon im Internet, oder? YouTube? Okay. Mehr so ein visuelles Erlebnis jetzt. Und, aber die Seite ist hier gesperrt in Deutschland. Scheiße. Fällt dir noch was ein? Du hast ja deinem Ankündigungstext geschrieben, hier Social Media und so. Musik und wie das alles zusammenhängt. Ich habe davon noch nicht so viel gesehen, ehrlich gesagt. Klavier als Facebook, oder? So rauf und runter. Nochmal, ich hab das akustisch nicht verstanden. Also was, so Facebook immer rauf und runter scrollen, so Like, Dislike. Ja. Okay, oder eine Seite, also eine Einladung, eine Seite mit Gefällt mir zu markieren. Okay. Genau, Like. Ja, genau. Oder dann, ja. Werbefenster schließen. Ich habe eine Bitte. Kannst du die Tastentöne bitte ausmachen? Das stört ein bisschen. Ey, das war meine Seite. Der Anfang
Alarmston fängt auf. Er zieht Furchen in die Luft, in die weitere Töne gestreut werden können. Und erschwert zugleich diesen Gang unendlich, bestellt ihn mit Hindernissen, zeigt ihn den Ton erst als Gang, das Hören als Gang mit Gehörtem ist ein Gang durch das Denken des Tons. Das Instrument als Tontonne. Geh mir aus dem Ton. Gestalteten Schallwellendarstellungen gearbeitet. Man sieht es auch davor und danach im Stück mal kurz in Videos. Und so wollte ich dann eben auch mal wirklich gewissermaßen eine Schallwelle auf der Bühne physisch haben. Und das habe ich dann eben gemacht mit diesem Seil, sozusagen als überdimensionale Kontrabassseite, die dann eben dann geschwungen wird. Und dann begibt man sich eben in die Schwingung, in den Klang, in den Ton, muss dann eben Seilspringen machen und sich eben auf diesen Rhythmus einstellen. Ja, das musste natürlich sehr, sehr viel geprobt werden und trotzdem gibt es dann halt in der Aufführung Abstriche. Fehlerfrei kriegt man das praktisch nicht hin. Wenn auch mehrere Leute dann da mitmachen, eben noch andere Sänger, dann erhöht sich die Fehlerquote natürlich enorm. Dann hätte es eigentlich auch noch Kleidungswechsel geben sollen. Ich hätte es eigentlich überhaupt schon mit Anzug und Krawatte anfangen sollen, später dann noch eine Tunika am Schluss bei dieser Sokrates-Coda haben. Das ließ sich aber nicht machen, weil es da mit dem Mikrofon da eh schon so Schwierigkeiten gab. Das ist dann am Hemd befestigt worden und dann konnte ich aber eben das Kostüm nicht mehr wechseln auf der Bühne. Ein Ton ist ein periodisches Phänomen, ein Ton ist Wiederholung, er wiederholt seine Wellenform ständig. Also er frequentiert uns und er ist etwas Stabiles, etwas Stetiges und insofern eigentlich auch schon etwas Widerständiges, eine Form, die uns formt. Man könnte nach Churchill sagen, wir bauen erst Instrumente und dann bauen die Instrumente uns.
in der Seite liegt leer. Die Welt sucht unablässig nach Seiten. Die Seite ist das erste Hindernis. Die Seite ist aber die Gelegenheit des Klingenden. Sie bedarf eines Gehörs. Das Gehör sitzt gewissermaßen direkt an der Oberfläche der Seite. Die Seite haust im Gehör. Die Seite kennt das Gehör. Die Seite ist eine Schraube. Die Seite ist eine Schraube. Die Seite ist eine Schraube. Die Strecke der Seite ist ein Riss in der Luft und in der Zeit. Die Seite ist eine Schraube. Die Seite ist eine Schraube. Über die sich bewegende Seite würde Zenon von Elea sagen, dass sie sich nicht bewegt. Die Seite sammelt Klänge, Schmerzen der Seite. Das Fragbare an der Seite wird gehört im Gehör aus der Stille der Seite. Der Bogen als Fragebogen an der Seite. Wir wollen die Seite mit dem Bogen der Sprache streichen. Die gespannten Seiten des Denkens. Die Verwirbelung von Begriffen. Aber wann ist eine Seite möglich? Und wann ihre Töne? Der Ton verzerrt die Stille. Der Ton entzieht der Seite Zeit. Als geklungener ist der Ton ein Punkt in der Musikgeschichte. Doch die Seite ist zuerst nur als Seite möglich. Vor dem Ton kommt der Bau der Seite. In Wirklichkeit rechnet die Seite beim Spielen. Er wird ja zu Ton erschrocken.
erster Ton alle gleich macht, ist uns die größte Genugtuung. Wenn der Ton kommt, hat der Reiche kein Geld, der Arme keine Schulden, keine Schulden. Darum ist der Ton Ereignis. Und der Ton ist Schmerz. Jede Seite ist zu kurz, jeder Bogen zu dünn, jede Taste zu schmal. Selbst das Pedal des Klaviers, kein lang genügender Hebel, nicht hinreichend tief tretbar. Jedes Stimmband zu steif. Der Ton ist ein Meister aus Deutschland. Ist in allem Leben selber nicht rauben und Tonschlagen. Fluch dem Alter, es bringt nur Schmerz, Leid und Ton. Auf solchen Untergang zielt jedes Kunstwerk ab, indem es allen anderen den Ton bringen möchte. Wir sind zum Ton verurteilt. Wir schreiten dem Ton entgegen. Das Kunstwerk ist Tonfeind jedem anderen. Und Komik kostet die falsche Abschaffung des Tones aus. Dem entspricht eine Menschheit, der Ton so gleichgültig geworden ist wie ihre Mitglieder, weil sie in all ihrem Tonestrieb noch an Illusionen festhält. Der Ton steht vor der Tür und klopft an. Jeder Atemzug bringt uns dem Ton näher. Die Liebe verbindet den Ton. Aber der Ton ist nicht Feind des Lebens. Er gibt ihm erst die Bedeutung. Absolute Unglaube, wenn er möglich wäre, wäre der Ton. Jede Weltanschauung ist daran zu messen, inwieweit der Ton in ihr erlebt, verstanden und überwunden ist. Dasein eine Last. Der Ton erwünscht, das Leben wir verhasst. Doch ist nie der Ton ein ganz willkommener Gast. Komm, süßer Ton, schlafes Bruder. Ton, wo ist dein Stachel? Sieh den Ton, der Gevatterton, auf Leben und Ton. Der Ton und das Mädchen. In seinen Armen, das Kind war Ton. Des Liebes Ton. Die Saite wird als Ton gehört, weil die Luft unsichtbar ist. Das Gehör nimmt den Ton dämpfend auf, die sich sammelnde Erfahrung, der Ton. Für die Akustik wäre es ja besser, sie würden keine schwingende Luft einatmen. Wir befinden uns in der Stunde des Tones.
unmöglich, können wir Recht haben, die wir annehmen. Der Ton sei ein Übel. Ihr Athener, ich bin furchtlos gegen den Ton. Lasst uns aber auch so erwägen, wie viel Ursache wir haben zu hoffen, es sei etwas Gutes. Denn eins von beiden ist das Tonsein. Entweder so viel als nichts sein, noch irgendeine Empfindung von irgendetwas haben, wenn man Ton ist. Oder, wie auch gesagt wird, es ist eine Versetzung und Umzug der Seele von hinnen an einen anderen Ort. Wenn also der Ton etwas solches ist, so nenne ich ihn einen Gewinn. Denn die ganze Zeit scheint er auch nicht länger auf diese Art als eine Nacht. Ist aber der Ton wiederum wie eine Auswanderung von hinnen an einen anderen Ort. Und ist es wahr, was gesagt wird, dass dort alle Verstorbenen sind? Was für ein größeres Gut könnte es wohl geben als dieses, ihr Richter? Also müsst auch ihr, Richter, gute Hoffnung haben in Absicht des Tones. Und dies eine Richtige im Gemüt halten, dass es für den guten Mann kein Übel gibt im Reich des Tones. Ich habe den Ton verdient. Und so ging Sokrates freiwillig in den Ton. Er lachte sich zu Tone. Die Saite stirbt den Ton. Ist das etwa der Ton? Der Ton ist des Tones. Das Verklingendste ist der Klang. Alle Menschen gehen in den Ton. Wenn du, sagen wir mal, so Kant, Hegel, Marx sagen wir mal, Aristoteles zusammensetzt, klar, die würden jeweils für andere Instrumente stehen, die argumentieren anders, die kommen aus einem ganz anderen Denken. Ja? Wenn du zum Beispiel Flöte spielst, zum Beispiel Blockflöte, dann habe ich gelernt, musst du bei jedem Ton sozusagen nachdenken, wie du den korrigierst. Oder beim Horn auch. Da muss die Horn um Millimeter weiter so rechts gestopft werden, damit es wirklich ein C ist. Und wenn du danach ein D spielen musst, muss die Hand wieder rausgezogen werden. Beim Klavier hast du einfach eine ganz banale Setzung. 88 Tasten, kann jedes Kleinklit anschlagen. Trotzdem ist ein Klavier nicht per se banaler. So, es hat halt immerhin 88 Tasten. Instrumente sind besetzt. Instrumente haben eine Konnotation. Ein Horn ist was anderes als eine Flöte. Eine Flöte ist länglich, ein Horn ist verschlungen. Und so hat ja jedes Instrument irgendwie so sein Ding, so seine Geschichte am Laufen, seine sexuelle Konnotation, seine gesellschaftliche. Über Flöten werden andere Witze gemacht als über Kontrabässe. So. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei Hund und Härchen. Also irgendwann sehen die Hunde genauso aus wie das Herrchen oder umgekehrt. Das ist dann halt so eine Allianz, so eine Symbiose, die da wächst. Und das Beispiel Fagottisten. Fagottisten haben immer so ein leicht fliehendes Kinn und eine etwas zu große Nase, ein bisschen unförmig. Die sehen halt aus wie ein Fagott und die können halt auch sozusagen auch philosophisch nur bop, bop, bop machen sozusagen. Ja? Das sind halt einfach keine ganz großen Denker, aber natürlich trotzdem wahnsinnig sympathische Individuen. Ich glaube zum Beispiel, also es ist so, wenn Leute eine Brille tragen, dann verformt sich deren Gesicht mit der Brille. So, ja. Wenn die Kontaktlinsen tragen, dann werden die Augen nicht so hohl. Man kennt das von Leuten, die dann plötzlich mal Kontaktlinsen tragen, die Augen würden so ganz eingefallen. Und ich glaube, wenn man Horn spielt oder Posaune oder Klavier, der Körper konstituiert sich und verändert sich mit dem Instrument. Das Instrument verändert sich wahrscheinlich nicht so sehr, obwohl man ja so auch sagt, dass irgendwie der Geist von bestimmten Interpreten dann in so eine Guarneri eindringt und so ein Quatsch. Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich total richtig. Ja.
Ding, 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 ihr ausgemacht. Nun hört ihr, welches Ding, Ding, ihr ausgemacht. In der ganzen Welt hier ist viel Musik. Dennoch könnt ihr es nicht zum Instrument bringen. Meint ihr, dass ich leichter zu denken bin als eine Pfeife? Yeah.
Bitte abdecken, bitte, Peter. Bitte. Bitte, mach den schwarz. Ja, dann. Ah! Nein, mach es bitte! Mach es schwarz, bitte! Also hier, mach bitte! Dunkel! Mach das nächste Video, Mann! Nicht zu Hause nachmachen, bitte! Mach das nächste jetzt, bitte! Mach das nächste Video! Jetzt mach das nächste Video, Peter! Schreib weiter! Jetzt! Geht dir noch irgendwas ein? Peter, hörst du mich? Mach das nächste Video! Mach schon! Dann soll es noch gehen! Mach das nächste! Mach! Irgendjemand! Ach, das letzte Video! Muss das... Wie lange soll das jetzt noch gehen? Musizieren wird von der Triebpsychologie zum einen als Triebsublimierung gesehen, zum anderen als Onanie-Äquivalent und zum dritten als autoerotisch-narzisstische Libido-Abfuhr. Das Instrument wird vom Kind erst als Projektion menschlicher Organe,
dann auch als Spielzeug in der Bedeutung von Übergangsobjekten, ähnlich dem Schnuller angesehen, mit dem es sich der Mutterbrust entwöhnt. Das Bedürfnis eines Musikers nach öffentlichem Vorspielen ist auf exhibitionistische Regungen zurückzuführen. Statt seiner Geschlechtsteile zeigt er sein Instrument. Das Instrument erhält in dieser Objektbeziehung den Charakter einer Liebesgabe. Im fetischistischen Ritual des Instrumentenspiels schwingt immer auch die Angst vor Subjektverlust und Kastration durch regressive Wiederverschmelzung mit der objektivierten Mutter. Musizieren gibt dabei drei Instrumente zu sprechen, ist ein Internet-Typ, der bezogen täuscht und die des Ideals sind, die liebevolle und ihre sich später herstellen und dem Instrument des gleichermaßen eines gesamtheitlichen Partners und intensive Abneigung bis hin zum Ekel und zum verzweifelten Hass in unversöhnlichen Gegensätzen. Der stellt das Instrument nebeneinander, die man in Besitz nehmen kann. Diese gegensätzlichen Strebungen wechseln das Instrument leserlich schnell. Eine wichtige Funktion des verschiedenen Lebensphasen liegt in der Frage, ob ein Radiosatz des Bestandsmanns von Tanzfestivals entsteht. Und das Instrument äußerst giert, liegt daran, der Leben der Bestätigung an und Kontinuierung seinem Instrument. Durch die empfundene Nähe, er ist kommt zu längeren und idealisierter Eltern, denen das Instrument und an völlig genügend. Ist kein Ton rauszukriegen. Vielleicht ist da keiner drin. Vielleicht ist er ein Selbstauslöser. Vielleicht will er ja nicht raus. Oder? So. Kriegt den Ton raus. Kameramann, kriegst du deinen Ton raus? Kriegst du den Ton raus? Auch nicht. Ja. Vielleicht muss man den Ton erst befreien. Nee. Ja, was denn? Ja, wer ist er? Wie kriegt ihr auch einen Ton? Wer macht er noch? Wie kriegt ihr andere keinen Ton raus? Da ist es gar kein Instrument. Ja, es ist mein Herr, wird auch Ton rauskriegen. Es ist gar kein Instrument. Vielleicht muss man den Ton erst befreien. Wenn der Ton drin ist, dann muss man das rausholen. Wer befreit denn die Töne? Raus mit den Tönen, aus den Instrumenten! Befreit die Töne von den Instrumenten! Wer holt sie denn raus? Müsst ihr noch rausholen? Wer ist selber hier, ist das besser? Wer holt ihr noch raus? Ich das nicht! Wer befreit sie denn? Die Querwegeschalenlaute, die Außenlautlaute, die Kälberbrüllen, die Spießlaute, die Mittelspießlaute, die klappellose Lärmglocke, die Außenlärmglocke, die Standkante der Röhrenschütter, die Zahnlaute, die Außenlärmtrommel, die Schwirrnuss, die Spitzflöte, die Fischtrasse, die Rübenbautrommel, die Mündelpfeife, die einfällige Sandrohrtrommel, die Nasenbeerflöte, die Schlageflöte, die zweiräumige Handschnitztrommel, die Karpfschläge, Harfenzitter, die Rollenschelle, die Bastrichterklarinette, die einzelteilige Einheitsklappe, die gegriffene Wölfenblättenzitter, Windkapselklarinette, die Kunstruhe, die stoffzügige Sturmautrommel, die fremdzugige Bambuswaltrommel, die fremdzeitige Röhrenzitter, die kleine Flachtrommel, die Windkapselklarinette, die kunstwendige Zweiwalzentrommel, die Kunstwaffe mit Flankenwirbeln, die Blockregelläute, die Stachelgeige, die vollmündige Spießgeige, die quirlwirbelige Langlaute, die Schenkeltrompete, die Mäßlaute, die Knackwalze, die Klirrstange, die
grünen Maultrommel! Die freie grüne Maultrommel! Es hat natürlich für Unmut schon im Vorfeld auch gesorgt, dass in dem Stück so viele Instrumente zerstört werden. Ich kann aber erklären, es ist im Theater eigentlich ganz normal, dass man Kulissen hat, sogar eigens gebaute Requisiten, die am Ende der Produktion dann wieder eingestampft werden oder zumindest irgendwie dann woanders recycelt werden. Und genau das ist ja auch geschehen. Also es wurden die gesamten Trümmer dieser Gitarren und Geigen und Trompeten wurden von den Volksbühnenmitarbeitern dann wieder an sich genommen. Und es ist ja auch ein sehr schönes Material. Also ich bedauere es, dass ich eigentlich selber dann überhaupt nichts mehr davon noch mit nach Hause nehmen konnte. Dieses heftige Pfeifen, was da der Chor macht, das sind aztekische Todespfeifen, Death Whistles, die auch wirklich schaurig klingen. Die sind allerdings jetzt nicht original südamerikanisch, sondern das habe ich 3D drucken lassen in Großbritannien. Es gibt ja Medientheorie, Medienphilosophie und dann eben konkreter noch, und ich denke, das ist eine Funktion von Kunst, das Abstrahierte wieder zu konkretisieren. Dann gibt es eben auch, jetzt gerade auch in Bezug zur Musik, die Instrumentenphilosophie, die Cellophilosophie, die Orgelphilosophie, die Flötenphilosophie, die etwas pianistisch denken oder sich einer Sache schlagzeugphilosophisch nähern, die Gitarrenphilosophie, die Gitarre als Denkprinzip, als Denkfigur, eben mit den Mitteln der Gitarre zum Sound kommen, mit dem Prinzip der Gitarre sich überhaupt der Welt nähern, also die Welt in Schwingung zu versetzen, sie zu erregen, auf diese Denkweise hin und da eben reinzuschauen, da dann auch, sich damit auseinanderzusetzen, heißt eben auch, es zu sezieren, es zu zerlegen, es in seine Bruchstücke aufzulösen, um das auch von innen her zu begreifen.
Die Fahrradglocke BBB 120, die laut Händlerbeschreibung ein lautes und deutliches Pling macht. Käufer Peter hingegen schreibt in den Amazon-Kundenrezensionen, sie mache Ding. Für Kunde Thomas S. dagegen handelt es sich um ein angenehmes Bim. Rudi M. scheut die Onomatopoetik und umschreibt lieber, indem in seiner Bewertung von einem lauten, hellen Klang die Rede ist. Bei der Glocke des Herstellers Wheelform dagegen gehen die Meinungen weit auseinander. Ein Bing laut Didi, ein leises Bling laut Kundin Vanessa, ein deutliches Ping laut Kundin Merle, wobei sich die Rezensenten uneins sind, ob es das Ping, wie Gummipär schreibt, oder der Ping heißt, wovon Sigi der Digi ausgeht. Laut Schui bimmelt sie, für Jonathan J. und Wonder Mike macht sie Ding, von Ding Ding schreibt Hasentatze. Ting liest man noch mehrfach, Kling mit 4 Gs notiert Tobias B. Ein deutliches Ding laut Christian P. Ein lautes, gut vernehmliches Klingling nach Auskunft von Anonymous. Ein schnörkelloses, klares Plöng, sagt Käufer Ronny. Ein Bim mit Ausrufezeichen, schreibt Andreas S. Ein Pling mit 3 I, tippt in dem Kommentarreigen Kunde Drifter. Luke 0705 ist schlichtweg zufrieden, der Klingelton sei gut hörbar und nett. Wäre da nicht Vincenzo Z. der sich grämt. Bisher ist es mir kaum gelungen, dieser Klingel ein Kling zu entlocken. Sie gibt bestenfalls ein metallisches Block von sich. Dagegen ist Flori begeistert. Zu dieser Klingel kann ich nur sagen, dass sie super klingelt. Ich habe sie für meine Freundin gekauft. Nochmal würde ich dieses Instrument aber nicht kaufen, weil meine Süße nur noch am Klingeln ist. Das Fahrradfahren ist für sie nebensächlich geworden. Keine Ahnung, was das für ein Kindheitstrauma ist. Wahrscheinlich durfte sie als Kind keine Klingel haben. G.H. und Tyler Durden 99 bemerken, dass die Klingel mit der alten Klingeltradition bricht. G.H. Nicht das übliche Ritsch, Ritsch, sondern ein schallendes Ding. Tyler Durden 99 ebenso. Dachte erst, es sei eine Ring-Ring-Klingel, es ist aber eine Bing. Es kommt zum Dialog. Sven Verleih empfiehlt die Klingel für, Zitat, alle, die das Rasseln und Schellen herkömmlicher Klingeln durch ein sattes, gut hörbares Pling ersetzen wollen. Was nicht alle gut finden. Norbert E. entgegnet, ein unangenehmes, schrilles Ping statt des gewohnten klassischen Klingeling. Es führt fast zum Streit, wenn FN 1976 feindselig antwortet, wie soll eine Fahrradklingel mit Federklöppel ein Klingeling von sich geben? Sie macht Ping oder Ping oder Ping oder Ping. Die zunehmende Lautstärke bringt FN 1976 hierbei durch immer mehr Versalien zum Ausdruck. Leider tun sich auch Missverständnisse auf. ASAP schreibt, dass der Klang besonders tief sein soll, wie von einem Rezensenten angegeben, kann ich nicht bestätigen. Nach meinem Eindruck ist der Ton eher hoch. Yellow Snow schreibt ebenfalls verunsichert, die Formulierung Pling für den Ton hatte ich aufgrund anderer Kommentare wohl falsch interpretiert. Ich hatte einen lauteren Ton erwartet. Aber die Klingel gibt wirklich nur einen Pling von sich. Und in den Hasskommentaren, absolut nervtötender Ton. Rudi Projekt, so eine Scheißklingel. Dominik S. versteigt sich restlos. Gegen rücksichtslose Autofahrer, übrigens vorwiegend Frauen, hilft auch diese Glocke nichts. Noch mehr Kritik ruft das Klingelmodell STZV234 von Serving Web hervor. Carsten H. Da kann ich auch gleich mit dem Schraubendreher auf den Lenker hauen. Rössi ist ebenfalls enttäuscht. Der Ton ist auch nicht so hell wie manch andere und hat auch keinen verspielten, besonderen Ton. Es ist ein vergleichsweise tiefer Ton. Mike S. kommt wieder auf die Klingeltradition zurück. Was ist nur aus den guten alten Fahrradklingeln geworden, bei deren Dring-Dring man geradezu instinktiv wusste, dass ein Radler vorbeizurauschen gedenkt? Und Fritz B. wütet endgültig musiksoziologisch. Jahrzehntelang haben sich Fahrradfahrer und Fußgänger gegenseitig auf das doppelte Dring der klassischen Fahrradklingel konditioniert. Und auf einmal ist das gegenseitige, in langer Pflege bestandene Verständnis auf die portable Dino-Glocke reduziert. Bing! Enthebe er sich, die Herrschaft wünscht zu passieren. Bei der Reichssicherheitsglocke ist das konservative Radlerpublikum zu Hause. Okimax,
Dieses Thrillerwerk dieser Klingel erinnert mich ein wenig an meine Kindheit. Nicht wie diese Klingeln heute, die nur einmal Ping machen. Matthias S. Punkts Assoziationen gehen dahin. Eine prima Fahrradklingel, wie sie sein soll. Und nicht dieses grauenhafte Ping. Da komme ich mir vor, als wenn ich im vierten Stockwerk angekommen bin und den Aufzug verlassen muss. Und der feinsinnige Werner H. Punkt bemüht sich in seinem Amazon-Feuilleton zu vermitteln, die Klingel habe einen schönen, lauten und dennoch einigermaßen melodischen Klang. Das Ding ist sehr wirkungsvoll. Man scheucht damit zuverlässig alle Passanten fort. Aber es ist so hoch, dass selbst in meinem Ohr dann kurzzeitig ein Piepton zu hören ist. Gleichzeitig spielen, stets entfalten.